So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Ich bin ziemlich knapp dran. Wir stehen hier an der Graffiti-Mauer. Die heißt so, weil hier lauter Graffitis sind. Hier ist eine Einbuchtung, hier ist ein Tor. Genau, wenn ihr euch hierher stellt, und ich stelle euch jetzt mal hierher, ich stelle euch nämlich hier oben drauf, kommt ihr an die Arena, die hier ist, der Graffiti-Pirat. Den kann ich euch aber gleich noch zeigen. Wie gesagt, ich stehe ein bisschen unter Zeitdruck. Ich will jetzt hier ganz kurz dieses Merrill machen. Das klingt jetzt erstmal doof, aber das ist so. Erstens mache ich den Raid mit meinem Account und mit Pupsis Account. Wir machen ja täglich immer zusammen einen Raid. Das passt. Ich drücke jetzt hier auch drauf auf bereit, dass der Raid direkt losgeht. Den habe ich jetzt auch nirgendwo angekündigt oder so. Das ist jetzt alles mega spontan. Dieses Video kurz für zwischendurch. Super Sani Level 50. Habanero Lime, Level 46, da ist Merrill. Merrill zählt für die Medaille Trainer Hoffnung, weil ich bisher in meinem Leben noch keinen Merrill Raid gemacht habe. Warum auch? Ich mache den jetzt einfach nur, damit ich auf der Medaille einen Encounter mehr habe. Ich mache den, damit ich kurz mit Pupsi zusammen einen Raid gemacht habe, da wir ein Level, eine Interaktion vor beste Freunde waren. Wir sind durch den Raid jetzt hier auch aufgestiegen zu beste Freunde. Hier unten ist auch eine Aufgabe fertig geworden, wo dort stand, gewinn 45 Raids. Das wollte ich alles verbinden. 254 hat Pupsi ihre, 246 hat meiner. Meiner also wieder schlecht. Das Video hat an sich kein Konzept, aber irgendwie hat es auch doch ein Konzept. Denn so habe ich meinen täglichen Raid-Pass verbraten. Wir bewerten mal kurz bei Sandra. 15, 10, 10. Ja, wir bewerten mal kurz bei mir. 13, 10, 14. Das sind die zwei Merrill. Niemand raidet Merrill, oder? Habt ihr schon mal einen Merrill-Raid gemacht? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Dadurch habe ich jetzt einen Encounter mehr auf meiner Medaille und ich muss gerade Platin-Medaillen sammeln. Gleichzeitig habe ich jetzt auch endlich beste Freunde mit Sandra erreicht. Ich hätte auch bis zum C-Day warten können am Wochenende. Also bei uns hier ist Dienstag, am Wochenende C-Day, mit Glück sei das ganze Ding abholen. Aber ich möchte ja jeden Tag mit ihr interagieren, vielleicht für Glücksfreunde oder irgendwas. Und ich möchte jetzt nicht die nächsten Tage ohne sie. So, weil sie gerade nicht kann, habe ich das jetzt mal kurz gemacht. Ist egal, sie ist eh Level 50 und für eine Interaktion, für einen Levelaufstieg mache ich auch kein Glücksei an. Was ich aber machen möchte ist, Level 45, toll. Gar nicht drauf geachtet. Bei der Level 45 Herausforderung gibt es hier drei Glückseier. Ja, deswegen macht man trotzdem nicht wegen einer Sache ein Glücksei an. Ich kriege hier noch 4500 Sternstaub. Ich kriege noch drei super Brutmaschinen. Ich kriege nochmal 4500 EP. Und ich weiß nicht, ob es jetzt noch eine Seite gibt bei der Level 45er Forschung. Oh, hier gibt es nochmal 4500 Staub. Hier gibt es nochmal eine Pokémon-Belohnung. Ein Ganoville. Den können wir mitnehmen. Hätte ja sein können, dass das schon die letzte Seite ist und dass man dann damit fertig ist und dann passt das. Dann ist das Video nicht zu kurz. Dann wird das Video noch ein bisschen gestreckt. Ihr könnt sehen, was ich für ein Ganoville bekomme. Wir können prüfen, wie gut das Ganoville ist. Es ist wenigstens ein dreisterniges, aber trotzdem nicht so krass. Hier haben wir nochmal 45.000 Erfahrungspunkte. Außer es waren 4.500. Wahrscheinlich waren es 4.500. Drei Sonderbonbons XL. Was ich mit denen mache, weiß ich nicht. Noch ein Pokémon und eine Pose. Wollen wir diese Pose anlegen? Ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch... Ich habe die Ticketpose mit dem Kakao trinken. Die Ticketpose mit dem Kakao trinken ist aber besser, weil die ist ja bewegt, die ist animiert, die wurde geschenkt, das habe ich hier selber bekommen. Die hat ja jeder, die Ticketpose hat nicht jeder. Hier ist noch ein Palimpalim drin, das gibt schön viel Staub, das können wir auch bewerten. Hat auch drei Sterne, hat eine Treppe gebaut. Jetzt müsste die 45er Forschung aber weg sein, alles andere ist auch weg. Mütze voll Schlaf, seht ihr in einem extra Video. Hier gucke ich, ob ich mich reinsetzen kann. Ja, ich kann mich hier reinsetzen. Ich setze mich hier rein. Hier ist der Graffiti-Pirat. Was die Arena ist, da möchte ich jetzt hinlaufen, denn dann möchte ich euch zeigen, um was es eigentlich in dem Video geht. Denn das heißt irgendwie sowas wie mein seltenster Pokédex-Eintrag auf dem Free-to-Play-Account oder eben auf dem Habanero. Ihr seht hier also schön an der Graffiti-Mauer entlang die ganzen Graffitis. Das geht wie gesagt bis davor.
Und hier ist der Graffiti-Pirat. Der wurde als Arena eingereicht, der sieht richtig brutal aus. Den nehmen wir jetzt auch als Hintergrund, wenn wir hier reingehen und mal Ignivor eingeben. So, dann haben wir hier diverse Ignivor und ich habe relativ früh bei dem Habanero-Account ein Ignivor gebrütet. Ich glaube im zweiten oder dritten Fünfer-Ei sogar war das, war ein Ignivor drin. Ich habe seitdem Ignivor als Buddy gehabt. Ich habe immer wieder Ignivor als Buddy gehabt. Ich habe jedes Ticket, was ich hatte, habe ich dem Ignivor dann auch Namen gegeben. Ihr seht hier, einer heißt noch Marco FedEx von der Januarforschung, der andere hieß Bladentiers. Die sind beide auch beste Freunde, weil ich zwischen denen dann immer hergewechselt habe. Die sind beide auf Level 40 gezogen. Das war mir auch wichtig, weil wenn ihr mit einem Buddy lauft, je höher das Level vom Buddy ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass der Buddy dann eine Bonbon findet. Das ist ja in der Wildnis auch so. Ein niedriges Level beim Pokémon gibt kaum eine Chance auf XL. Je höher das Level von dem Pokémon ist, was ihr fangt, desto mehr XL könntet ihr kriegen. So, deswegen habe ich meine Ignivor auf Level 40 gepusht. Dadurch hatte ich aber keine mehr zum Entwickeln. Ich habe durchs Laufen dann auch die 348 XL gesammelt. Ich habe jetzt zwei Stück hier, die auf Level 40 sind. Insgesamt kann ich euch aber alle mal zeigen. Das hier hat zwei Sterne. Das hat zwei Sterne. Das hat drei Sterne mit 13, 13, 11. Dann haben wir das. Das hat auch nur zwei Sterne. Das heißt, das habe ich wahrscheinlich später bekommen. Also das andere, das bessere. Das war das erste wahrscheinlich, was ich je hatte und was ich deswegen direkt zum Best Buddy gemacht habe, weshalb ich immer mitgelaufen bin. Und das müsste dann das allerbeste sein, was ich später bekommen habe als letztes, so wo ich gedacht habe, es reicht nicht, ich werde nicht das andere entwickeln, wenn, dann entwickle ich das. Da brauche ich aber nochmal die 400 Bonbons und ich muss auch das wegen dem Laufen auf Level 40 ziehen. Und das hat drei Sterne, das ist ein 93er, das ist trotzdem meiningen, das ist Marco FedEx und das möchte ich jetzt entwickeln. Mir fehlt nämlich noch der Pokédex-Eintrag von Ramoff. Den hole ich mir jetzt. In der Zwischenzeit laufe ich auch schon mal zurück. Ach nee, warte mal. Ich wollte doch das super geniale Bild hinter mir haben. So, guckt euch das an. Alles für den Pokédex-Eintrag. Und jetzt pushe ich das Ding und ziehe es hoch auf Level 50. Ramoff war das letzte Pokémon, was ich auf dem Main-Account damals entwickelt und gepusht habe. Eins der letzten Videos war, wie ich Ramoff genommen habe und habe das auf Level 50 gezogen. Ich hatte zwar kein 100%iges, ich hatte aber ein 96er mit 15 Angriff. Und da habe ich gedacht, ist mir egal, ich finde das Pokémon so genial. Ich will unbedingt ein Ramoff entwickeln und auf Level 50 bringen, auch wenn es kein 100er ist. Denn ich feiere das Teil, das sieht fett aus, das ist richtig dick, das ist protzig, das kommt auf über 4000 WP. Das ist Käfer, das ist Feuer, der wird oft als starker Käferangreifer gelistet, als Feuerangreifer sogar noch mehr. Ich liebe Feuer, ja. Ich habe jetzt keine Feuerarmee, doch ich habe Flampivian. Bei Regiram habe ich dann eher Pause gemacht, habe da nicht so mitgemacht, aber jetzt ein Ramoff mit Feuerattacken ist auf jeden Fall mein seltenster Pokédex-Eintrag. Das hat zwar keine Feuerattacken, die werde ich dann einfach noch machen, beziehungsweise wir können mal kurz hier drauf drücken. Wenn wir jetzt einfach eine Sofort-TM verwenden und eine Lade-TM, dann haben wir jetzt Feuerwirbel und Solarstrahl. Feuerwirbel, Hitzekoller, Marco FedEx. Das ist das Januar-Ticket gewesen. Den werde ich dann wahrscheinlich wieder reinnehmen als Buddy. Ihr seht hier, Blood in Tears war das letzte. Blood in Tears hat mir das Raid Day-Ticket geschenkt. Da habe ich mich bedankt. Der Januar läuft aber die ganze Zeit. Ich werde also Ramoff gleich wieder als Buddy nehmen. Und das ist mein seltenster Pokédex-Eintrag beim Habanero, beim Free-to-Play-Account. Seit Beginn des Accounts bin ich mit Ignivor gelaufen als Buddy. Immer wieder Gotcha laufen gehabt beim Einkaufen, immer wieder alles App aufgehabt hin und her. Immer wieder hat es mal einen Bonbon gefunden, mal ein XL dazu, weil der auf Level 40 gepusht war. Das Teil feiere ich jetzt. Habt ihr schon einen Ramoff entwickelt? Wie gut ist euer Ramoff? Schreibt es mir in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Oh, ich sehe nichts, wenn ich hier hinten drauf gucke. Jetzt euer Ramses. So, ciao.